Die Finanzkrise 2008 hat ja auch dem letzten Anleger klargemacht, was Risiko an den Märkten bedeuten kann. Seitdem gibt es auch das geflügelte Wort vom schwarzen Schwan. Ein Ereignis, das eigentlich als ausgeschlossen gilt, aber trotzdem auftreten kann mit verheerenden Folgen, weil kaum jemand damit gerechnet hat. Das Mittel dagegen, strikte Risikokontrolle, die zu große Verluste vermeidet. Herzlich willkommen zum Börsenplatz, dem Finanztalk, meine Damen und Herren. Aber Verluste vermeiden ist ja nicht alles. Man will ja auch als Investor an den Märkten gewinnen. Man muss also Risiken eingehen, diese aber eben kontrollieren, um dann die Chancen auch vernünftig nutzen zu können. Wie das geht, darüber arbeitet die Paul Mall Investment Management GmbH, eine Schwestergesellschaft der Veritas Investment, eine Fondsboutique, die wir ja kennen. Und wie diese richtige Strategie der Risikovermeidung und Steuerung funktioniert, darüber spreche ich mit Dr. Dirk Rogowski. Er ist Mitglied der Geschäftsführung von Paul Mall. Also Herr Rogowski, lassen Sie uns mal über das Thema Risiko sprechen. Dazu Gerne. Haben wir hier eine schöne Aufstellung von Ihnen und wir sehen auf der Grafik, wie bestimmte Ereignisse auftreten können in der Theorie. Hier ist es der Tagesverlust des Dow Jones und in der Realität. Das eine wird toll mathematisch berechnet und das andere ist das, was die Wirklichkeit uns zeigt. Und was ist die Erkenntnis daraus? Ja, Herr Jünemann, die Erkenntnis ist leider etwas erschreckend für uns Anleger. Nehmen wir mal dieses Beispiel hier mit diesem Tagesverlust von 8% und mehr. Wenn Sie sich das anschauen, theoretisch auftreten dürfte das alle 8 Milliarden Jahre. Erlebt haben wir es im Schnitt alle 13 Jahre. Mhm. Wie kommt das? Weil in den meisten Risikomess- und Steuerungssystemen das große Problem der Normalverteilung nicht richtig abgebildet ist. Denn das, was hier steht, ist Normalverteilungsannahme. Das kennen Sie früher vom 10-Mark-Schein, diese Glockenkurve. Ja. Und die schlimmen Ereignisse treten eben so gut wie gar nicht auf. Hier ja angeblich auch nicht. Aber leider treten sie eben viel häufiger auf. Mhm. Und das muss man irgendwie in den Griff bekommen. Mit Normalverteilung funktioniert es nicht. Also muss man sich andere Wege suchen. Ja gut, jetzt müssen wir das Risiko begrenzen. Und da kennen wir alle die optimale Portfoliotheorie nach Markowitz. Da muss man diversifizieren. Und dann wird zumindest das Risiko innerhalb eines Portfolios einigermaßen beschränkt. Diversifikation, ist das ausreichend? Diversifikation ist ein ganz notwendiger Weg. Markowitz hat seinen Nobelpreis vollkommen zu Recht bekommen. Es ist einer der Wege, die man gehen muss als Investor, aber es reicht nicht aus. Weil Diversifikation schützt Sie nicht vor Ereignissen wie den Herbst 2008 oder auch wie letztes Jahr vom 22. Mai bis Ende Juni. Wir werden uns alle erinnern, es ist alles gefallen. Mhm. Dann hilft keine Diversifikation mehr. Mhm. Sie müssen einen weiteren Schritt gehen. Gut, es gibt dann natürlich auch Risikobegrenzungen. Es gibt sowas wie Trendfolger. Die gucken, wie laufen die Trends an den Märkten. Und dann sehen sie, da wird es gefährlich oder fängt es an zu fallen. Dann gehe ich raus und bin auf der sicheren Seite. Ich bin dann nicht der Markt. Schon habe ich kein Risiko mehr. Theoretisch ja. Theoretisch vollkommen richtig, Herr Jünemann. Nur leider, ich weiß nicht, ob Sie einen perfekten Trendfolger gefunden haben in den letzten Jahren. Nee, uns ist es leider nicht gelungen. Auch wir haben ein Trendfolgesystem, es arbeitet aber auch nicht perfekt. Mhm. Deshalb sind wir zu der Erkenntnis gekommen, Trendfolge ist sinnvoll und hilfreich, aber nicht ausreichend. So, jetzt sind wir natürlich gespannt, weil alles nicht richtig funktioniert. Was würde dann möglicherweise funktionieren? Und Sie nennen Ihre Methode Risk at Work. Das klingt natürlich schon mal ganz gut. Und Sie wollen einen optimalen Risikokapitalfaktor bestimmen. Das sollten Sie uns sozusagen in einfachen Worten erklären. Ich vermute mal, da ist wieder sehr viel Mathematik dahinter. Da haben Sie leider recht. Da ist eine ganze Menge Mathematik dahinter. Aber ich gebe mir Mühe, Ihnen das in einfachen Worten zu erläutern. Was Sie hier sehen, dieser grafische Zusammenhang, so wie er hier dargestellt ist, der sagt einem, dass es keine lineare Beziehung gibt zwischen Rendite und Risiko. Linear würde ja bedeuten, immer mehr Risiko bringt doch immer mehr Rendite. Ja. Das ist eine der Grundannahmen in den Modellen, die Herr Markowitz maßgeblich entwickelt hat. Das heißt Kapitalmarktlinie, diese lineare Beziehung. Mhm. Die gibt es nicht, sondern das Ganze ist ein Bogen. Und so ein Bogen hat leider die ganz dumme Angewohnheit, es gibt irgendwo ein Optimum
Und danach geht es relativ steil plötzlich nach unten und man hat sein Geld plötzlich verloren. Mhm. Wenn man diesen Bogen nicht kennt für sein eigenes Portfolio, läuft man Gefahr, dass man vielleicht schon irgendwo hier positioniert ist, ja, fast am Ende, mhm, und der nächste kleine Schluck auf im Markt führt zum Absturz. Dann sind Sie das geratzt, gilt es, so das gilt gesagt, es zu verhindern. Ja. Und das schafft man nur, wenn man die Risiken anders ermittelt. Ja. Also nicht mit dieser Normalverteilungsgeschichte. Wie ermitteln Sie diese Risiken? Können Sie das auch wiederum in einfachen Worten? Das kann man jetzt ganz gut verstehen. Dann weiß man, wie es gefährlich wird. Wie, genau, ermitteln Sie die Risiken und wie kommen Sie denn dahin, dass Sie sagen, hey, bis dahin gehe ich und nicht weiter? Fange ich mal mit der schlechten Nachricht an. Wir haben keine Kristallkugel. Mhm. Wir kennen noch leider niemanden. Wir sind aber der Grundüberzeugung, die Vergangenheit ist unsere einzige Erkenntnisquelle. Was wir bei Palmal entwickelt haben, ist ein System, um die Vergangenheitsdaten anders zu nutzen. Das heißt, wir rekombinieren die Vergangenheit. So haben wir zum Beispiel Ende 2007 Risikoanalysen gemacht. Und dabei haben wir eben zufällig schon mal die Russland-Krise mit der Asien-Krise, dem 11. September, kombiniert gehabt. Mhm. Deshalb wussten wir ungefähr, was passieren kann, wenn so etwas wie 2008 eintritt, und wurden daher nicht überrascht. Mhm. Wir nehmen die Risiken nicht einfach so, wie sie zufällig eingetreten sind. Wir basteln uns eine ganz neue Vergangenheit. Mhm. Das so schützt. Und dann wissen Sie, also es kann gefährlich werden. Die Frage ist nur, wann kann es gefährlich werden? Und dann ist die Frage, wie investiert man? Wir haben jetzt ein Beispiel, einen Fonds, das ist der Veri Multi-Asset Allocation Fonds. Mhm. Also es geht um Multi-Assets. Und da haben Sie verschiedene Anlageklassen, die Sie mit einer bestimmten Kombination hier drin haben. Und Sie müssen jetzt mit Ihrem System sagen, wie viel sollte man von wo wie drin haben? Wie mache ich meine Steuerung der Risikobudgets? Ganz genau, Herr Jünemann. Und die Antworten auf diese Fragen, die Sie aufgeworfen haben, liefert unser System Risk at Work. Das heißt, mit Hilfe dieses Systems, mhm, ermitteln wir diese Zusammensetzung, die wir hier in diesem Bild sehen. Das machen wir mit Hilfe dieser Vergangenheitsdaten, weil in die Zukunft können wir nicht schauen. Mhm. Wir haben dann festgestellt, dass es sehr, sehr sinnvoll ist für einen Investor, eine gefundene Struktur, die zu seinem Risikobudget passt. Dieser Fonds hat 10% Risikobudget, das heißt, der wird in keinem Fall jemals mehr als 10% verlieren. Mhm. Diese Struktur auch immer wieder herzustellen in bestimmten Zyklen, die festgelegt werden. Das passiert hier monatlich. Wir haben dann in diesem Fonds auch eine Komponente, die wird flexibel gehandhabt, das sind die Aktien. Dort arbeiten wir eben zusätzlich mit Trendfolgesystemen. Mhm. Was hier auf dieser Seite des Bildes zu sehen ist, ist aber eine ganz wesentliche Komponente von Risk at Work. Wenn wir mehr Risikokapital haben, weil die Performance gut war, mhm, dann können wir auch das Exposure des Fonds über 100% ausfahren. Mhm. Also Sie geben Gas sozusagen. Wir geben dann richtig Gas. Weil Sie natürlich auch sozusagen ein gewisses Polster an, ja, Gewinnen haben. Vollkommen richtig. Nochmal, ich komme zu Ihnen und sage, also 10% ist meine Risikomarge oder mein Budget, tiefer will ich nicht fallen. Ja. Als kluger Anleger sage ich doch, ich will gar kein Risiko haben, ich will überhaupt nicht fallen. Können Sie mir das liefern oder muss ich doch mit bestimmten Schwankungen unbedingt rechnen? Wenn man mehr als Geldmarkt verdienen möchte, dann muss man Risiken eingehen. Mhm. Weil risikolos ist Geldmarkt, sobald man Risiken in Kauf nimmt, hat man die Chance, auch mehr als Geldmarkt zu verdienen. Mhm. Ist man nicht bereit, Risiken in Kauf zu nehmen, kann man leider auch nichts verdienen. Mhm. So traurig ist die Wahrheit. Ja, gut, das ist einsehbar. Wir wollen ja alle möglichst schnell reich werden. Aber wie gesagt, so einfach ist es dann nicht. Aber wir wollen natürlich auf jeden Fall nicht übermäßig verlieren. Wir schauen uns jetzt noch mal eine Grafik an. Und zwar haben wir jetzt einfach mal das Jahr 2013 mit, mhm, diesem genannten Fonds, und Sie haben noch einen Vergleich, Sie haben also den Kaminer Patrimon, das auch als vermögensverwaltendes Produkt gilt, wie auch dieser Veri Multi-Asset Allocation Fonds, und Sie haben einen ganz normalen MSCI World. Ja. So, dieses Jahr 2013 war natürlich für Trendfolger ein ideales Jahr, weil ein ganz klarer Trend nach oben war. Es gab keine großen Rückschläge, und jetzt gucken wir auf dieses Jahr, was hat der Veri Multi-Asset Allocation Fonds mit Ihrem System gemacht und was hat jetzt der MSCI gemacht? Also ich würde jetzt als Anleger ketzerisch sagen, ich hätte lieber auf den MSCI World gesetzt. Vollkommen richtig. Wenn Sie ein reiner Aktieninvestor sind, dann wäre es sinnvoller gewesen, in den MSCI World zu investieren. Wenn Sie allerdings ein Investor sind mit einem überschaubaren Risikopotenzial, das heißt, Sie wollen keine schlaflosen Nächte haben, Sie wollen wirklich ruhig durchs Jahr kommen, dann würden wir immer empfehlen, in einen Multi-Asset-Fonds zu investieren, und zwar in einen risikobegrenzten. Und das kann man hier sehr schön sehen an dieser Linie, an dieser Wertentwicklung des Veri Multi-Asset Allocation. Sie sehen, er macht kaum dramatische Schwankungen mit.
Mhm. Und das ist eben eines der Resultate, die aus Risk at Work kommen. Die Volatilität unserer Strategien ist extrem niedrig im Vergleich zu anderen Produkten im Markt. Natürlich auch viel niedriger als der Aktienmarkt an sich. Das ist logisch. Ja, klar. Mhm. Was wir allerdings auch immer jedem Investor sagen, Sie werden die Aktienmarktperformance mit einem solchen Multi-Asset-Produkt niemals einholen. Sie haben hier eine ganz klare Erwartung, was die Performance angeht. Die liegt ungefähr bei Geldmarkt plus 350 plus 400. Das ist die Bandbreite, in der wir uns bewegen. Das heißt, im aktuellen Geldmarktniveau bei fast null eben eine Performance von 3 bis 4%. Ja. Aber dafür mit ruhigem Nachtschlaf. Ja, gut. Dann kann man da sagen, darauf kann ich dann grundsätzlich setzen. Keine Aufregung. Ja. Wie nutzt man Ihr System jetzt? Wie können Sie das einsetzen? Das ist jetzt ein Beispiel bei so einem typischen vermögensverwaltenden Fonds. Es gibt ja dann viele Fonds, die dann unter diesem Stichwort Absolute Return laufen. Mhm. Da müsste sich das eigentlich auch für eignen. Und wofür kann man das vielleicht noch sonst einsetzen? Absolute Return ist genau das richtige Stichwort. Wir als Firma haben sehr viele Spezialfondsmandate und da ist eben die typische Situation, der Investor kommt und sagt, meine Herren, wir haben x Prozent Risikobudget, wir möchten gerne verdienen, Geldmarkt plus, bitte machen Sie uns einen Vorschlag, erarbeiten Sie eine Strategie, wie das umgesetzt werden kann. Typische Aufgabenstellung. Mhm. Natürlich haben wir jetzt auch durch unsere Schwester Veritas Investment Publikumsfondsprodukte, wo wir dieses Konzept einsetzen. Hier ist ein Beispiel, es gibt auch noch weitere Fonds bei Veritas, wo das zur Anwendung kommt. Wir arbeiten momentan auch noch an verschiedenen Ideen, die wir, denke ich, im Laufe dieses Jahres noch an den Start bringen werden. An risikobegrenzte Aktienstrategien, denke ich, da ganz besonders. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Also, wir können noch mal zusammenfassen, meine Damen und Herren. Wenn Sie verdienen wollen, müssen Sie Risiken eingehen. Dann können Sie verlieren. Sie dürfen nicht zu viel verlieren. Und Sie brauchen dann eine intelligente Risikosteuerung, wie sowas funktioniert, haben wir heute kennengelernt. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.